Okay. Bitte? Okay, gut, dann heiße ich Sie herzlich willkommen zur Netzwerksicherheitsvorlesung. Ich stelle mal kurz das Team vor. Also da stehen sehr viele Namen drauf. Martin Maurer und Björn Scheuermann, die hatten vorher die Netzwerksicherheit angeboten. Philipp Hagemeister war immer dabei, quasi als Säule der Veranstaltung. Und genau, dieses Jahr biete ich die Vorlesung an. Genau, wir wechseln uns auch ein bisschen ab. Das ist eigentlich eine sehr schöne Veranstaltung, wird auch sehr gern angenommen. Und man lernt etwas Theoretisches, aber auch viel Praktisches, das man so oder so einsetzen kann. Man darf es aber nur so einsetzen. Also da zitiere ich, glaube ich, habe ich letztens das Zitat von Gerhard Schröder gelesen, man kann es so oder so machen, ich bin für so. Okay, also es gibt eine Webseite, auf der alle Informationen zu finden sind, HHU NetSec. Das hat den Hintergrund, dass wir eigentlich 4 Webseiten hätten. Um es einfach zu erleichtern, die Uni steigt auf Typo 3 um, vieles geht noch nicht, das alte darf man nicht mehr verwenden, viele Lehrstühle sind involviert. Aber wenn Sie auf hhu-netzsec.de gehen, da finden Sie alle Unterlagen. Wir versuchen es vielleicht auch auf den anderen Webseiten aktuell zu halten oder zumindest verweisen wir hier drauf. Alle Folien auf Folien und Aufzeichnungen wird es vielleicht darüber geben. Wie Sie sehen, zeichnen wir die Vorlesung auch auf. Die wird es dann auch auf YouTube geben, aber Sie können sich auch sonst wo runterladen bei der HHU-Mediathek, die es auch gibt. Okay, wie läuft die Veranstaltung ab? Bei der Veranstaltung, die besteht aus Vorlesung, Übung und 2 praktischen Übungen. Die Vorlesung enthält alle Hintergründe, alle Inhalte. Die Übung, das ist eigentlich ganz was Nettes. Also erstmal gut, Vorlesung. Die Termine sind immer mittwochs um 12.30 Uhr im 25.12 im zweiten Stock, Raum 33. Und 2-wöchentlich, also heute und ab dem 24. jeden zweiten Donnerstag hier. Das heißt, mittwochs findet es immer statt und donnerstags 2-wöchentlich. Teilnahme ist freiwillig, aber wichtig. Also müssen nicht kommen, es gibt Aufzeichnungen, aber erfahrungsgemäß ist es sinnvoll zu kommen. Es gibt hier auch Fragen, es gibt hier auch, man kann sich austauschen. Eigentlich korreliert die Anwesenheit mit der Prüfungsnote, aber nicht durch mich bedingt, sondern meist, dass man einfach mehr mitnimmt. Und es ist auch lustig, ganz ungewöhnlich, enthält oft die Theorie zur Praxis. Das Ziel ist eben, das Wissen anzuwenden, selbstständig mal aktiv zu sein und die Übung, das ist eigentlich ganz nett, integriert in die Vorlesung. Das heißt, wir haben dann meist kurze Unterbrechungen, es gibt eine Folie, machen Sie mal das und dann besprechen wir mögliche Lösungen, diskutieren Vor- und Nachteile von den verschiedenen Lösungen. Haben wir auch heute schon. Und es gibt auch Hausaufgaben, das heißt, wo etwas vorzubereiten ist, also etwas aufwendiger sind, wo dann auch die Inhalte besprochen werden. Übungsblätter. Zu den Aufgaben, also dadurch, dass diese Aufgaben interaktiv sind, also sowohl in der Vorlesung als auch am Anfang der Vorlesung, falls es Hausaufgaben gab. Auch in diesem Fall ist es so, dass idealerweise Sie Ihre Vorlesung, Ihre Lösung vorstellen, damit einfach alle vorbereitet sind. Wird zufällig jemand ausgesucht. Man kann sich diesem Zufall entziehen. Einmal darf man verweigern. Allgemein ist es aber sehr empfehlenswert, die Übung zu machen und sollten Sie auch machen. Und dann sind wir alle vorbereitet und dann können wir einfach viel besser mitdenken, wo eventuell Lücken in der vorgestellten Lösung sind, können wir es leichter besprechen gemeinsam und eben die Lösung durchgehen. Wie gesagt, es gibt nur kombinierte Vorlesungen und Übungen, also es gibt nicht diese klare Trennung wie sonst üblich. Es gibt 2 Übungen. Übung Nummer 1, praktische Übung Nummer 1, ist, Sie sollen ein sicheres Netzwerk aufbauen. Zu den beiden praktischen Übungen. Die sollen vor der Prüfung, also der
ja, der echten Prüfung dann am Ende stattfinden. Das heißt, vorher muss das abgenommen werden. Und Ziel Nummer 1 ist ein sicheres Netzwerk. Ich glaube, da kommt hinein so Firewalls und wie man Systeme absichert. Und da soll getestet werden. Verschiedene Aspekte, die in der Vorlesung dran sind, werden dann behandelt, also quasi mal praktisch geübt. Dann müsste man Server aufsetzen, also Webserver, an den S-Server aufsetzen, dann müsst ihr mal schauen, wie euer Webserver und den S-Server auch wirklich sicher ist, ob man da nicht drauf zugreifen kann. Dann müsst ihr überlegen, wie ihr verschiedene Netzwerke voneinander abschottet. Und jetzt in der zweiten praktischen Punkt, das läuft ein bisschen anders. Da wollen wir nicht einzelne Rechner oder Netzwerke abschotten, da wollen wir einzelne virtuelle Maschinen abschotten. Weitere Informationen dazu kriegt ihr auf jeden Fall in der Mitte des Semesters. Genau, das zu den praktischen Übungen. Also die zwei gibt es auch. Die sollen auch vor der Prüfung gemacht werden. Also die müssen vor der Prüfung gemacht werden, sodass sie einfach das Wissen, das theoretisch vermittelt wird, auch mal geübt haben. Gibt es ja eine Limitierung bezüglich Gruppen oder ist es Einzel? Bitte in Dreier- bis Sechsergruppen. Wir nehmen auch Einzelgruppen oder Sechsergruppen. Aber so Gruppen von 3 bis 6 ist wahrscheinlich das Beste. Wir sagen euch aber nochmal Bescheid, keine Angst, also die Fälle kommen wahrscheinlich Ende April oder Anfang Mai, werden wir euch nochmal ganz genau vorstellen, was es da gibt und dann könnt ihr euch in Gruppen zusammenfinden. Ihr könnt das zu beliebigen Zeitpunkten machen, wir stellen euch einen Raum bereit, da stehen ein Haufen Rechner drin und dann könnt ihr damit experimentieren, wie ihr wollt. Also, okay, gut. Also, kurz zusammengefasst für die Aufzeichnung, also 3 bis 6 Personengruppen. Ab Mitte des Semesters gibt es da die weiteren Informationen auf den Webseiten und jederzeit kann man in dem Rechnerpool, in dem Raum experimentieren, bis man es hat. Okay, zu der Prüfung, voraussichtlich mündlich, also ja, wird mündlich sein, wenn nicht die Mehrheit der Veranstaltungsteilnehmer sich für eine schriftliche Prüfung entscheidet, also wenn mal kurz ein Stimmungsbild, wer von Ihnen möchte eine Klausur schreiben, wer möchte eine mündliche Prüfung, ja, dann haben wir schon eine Mehrheit, also für die mündlichen Anwendungs-, also wo kann man es einbringen, Wahlpflicht, Master Informatik als Schwerpunkt oder als Wahlpflicht, vielleicht praktische technische Informatik. Am Ende der Veranstaltung werden Termine angeboten, da können Sie dann bei Frau Sabine Frese, also der Sekretärin auch im 25, also von Rechnernetzen, sich anmelden. Aber die Termine werden wir noch bekannt geben. Wichtig nur, vorher die Übung absolviert haben, die praktische Übung. Okay, bezüglich Feedback und Sprechstunde, es gibt eine E-Mail-Adresse, an die man sowieso allgemein Fragen, Anregungen, Ideen, hauptsächlich Fragen schicken kann. Auch vielleicht einen Gesprächswunsch, falls man noch etwas nacharbeiten möchte oder falls Sie in dem Kontext Netzwerksicherheit, Rechnernetze, eine Abschlussarbeit oder eine Projektarbeit schreiben wollen. Alles Mögliche, was Sie mit der Vorlesung verbinden, können Sie da hinschicken. Wir sind da sehr offen und diese E-Mail beantworten wir dann recht zügig. Okay, wichtig, ethische Grundlagen, also Netzwerksicherheit, was wir kennenlernen und wie geht man da heran, was sind Inhalte. Um Netzwerksicherheit anwenden zu können und Systeme und Netzwerke absichern zu können, muss man verstehen, wie der Angreifer vorgeht, welche Möglichkeiten er hat, vielleicht auch, was ihn antreibt, aber vor allem mal auch kennenlernen, welche Werkzeuge er nutzt. Wenn man diese Werkzeuge kennt, kann man auf der einen Seite mit dem Hintergrundwissen überlegen, wie man sich dagegen schützt, wo man das System absichern muss, wo die typischen Einfallstore sind, um dort quasi die Sicherheitsansätze anzubringen. Natürlich, wenn man diese Werkzeuge kennt, und Sie werden einige kennenlernen, kann man damit auch Angriffe starten, also zum Beispiel, was wir auch heute schon beginnen zu betrachten und nächste Woche fortführen, sind Buffer-Overflow-Angriffe. Irgendwann während der Vorlesung werden Sie auch mal ein Virus programmieren oder Sie werden Botnetze kennenlernen. Und dieses Wissen können Sie auch nutzen, um damit irgendwelche
Straftaten zu begehen. Das ist strafbar. Und auch wenn sie es nur versuchen, ist es strafbar. Das heißt, die Durchführung ist strafbar, auch wenn es keinen Effekt hat, auch wenn es erkannt wird und sie wollten nur mal gucken, auch wenn es nur mal ein Test oder ein Scherz sein sollte. Genau, in jeglicher Versuch ist eigentlich strafbar, das sollten sie wissen. Und wir müssen auch darauf achten, dass das kommuniziert wird. Und das heißt, auch wenn sie etwas versuchen und wir erfahren davon, auch dann müssen wir eigentlich da diese Vorfälle verfolgen. Das heißt, nutzen Sie das Wissen, haben Sie das Wissen, aber nutzen Sie es dahingehend nur, um sicherheitsfördernde Maßnahmen zu ergreifen. Also irgendwie abzusichern, das System abzusichern und nicht selbst aktiv zu werden. Okay? Gut. Welche weiteren Informationen welches Wissen sollten Sie haben? Was ist förderlich? Was Sie kennen sollten, sind Rechnernetze, also es geht um Netzwerksicherheit. Wir wollen Netzwerke absichern, deshalb sollten wir Netzwerke kennen. IP-Adressen, Portnummern, das Schichtenmodell, was sind autonome Systeme? Wie funktioniert Network Address Translation und TCP? Das, was so rund um Netzwerke relevant ist, was damit zu tun hat. Auch wichtig sind Betriebssysteme, also nicht nur die Netzwerkprotokolle und wie Netzwerke aufgebaut sind wichtig, sondern auch wie Programme ausgeführt werden auf einem Betriebssystem, wie werden Programme gestartet, wie laufen sie intern ab. Also eigentlich ist das Info 2, es gibt eine Kurzfassung, ganz zusammenfassend quasi das Wichtigste fast schon auf den nächsten Folien. Und was wir auch noch kurz rekapitulieren, ist Assembler-Programmierung, weil viele Angriffe einfach dort ansetzen und dort Schwachstellen ausnutzen. Was Sie auch mitbringen sollten, ist Neugier und Spaß. Also Sie werden wirklich einiges bauen und sehen, wie gut es funktioniert und wie gut es nicht funktioniert. Also es macht eigentlich Spaß. Also Sie können auch ohne Spaß die Vorlesung besuchen, aber es ist einfach förderlich. Also sollten wir vielleicht nach unten schieben. Was nicht wirklich notwendig ist, ist auch gut zu wissen, aber nicht wirklich, ich weiß nicht, ob, ja, so ein Grundverständnis wäre gut, aber nicht Vorlesungswissen nötig. Habt keine Angst, also wir machen alles nochmal. Also, ja. Ihr kennt ja schon das Assembler-Programmieren von 2, das hat ihr gelangweilt, das haben wir schon so oft gemacht und ihr könnt uns ganz locker erklären, wie so ein Stack-Frame funktioniert. Trotzdem, aber für die Aufzeichnung. Werden wir das nochmal ein bisschen wiederholen. Genau. Keine Angst. Also diese Themen dann zur Wiederholung richten sich an die Aufzeichnung, wo keine Düsseldorfer Studenten zuhören vielleicht. Also vertiefende Kenntnis zu Betriebssystemen und interner im Linux-Kernel oder so, müssen Sie jetzt nicht kennen, Kryptographie, reicht es so einen Überblick zu haben, was es gibt, aber nicht wirklich, wie man da, welchen Exponenten man beim RSA wofür verwendet. Okay. Grundlagenwissen kommt jetzt, glaube ich, genau. Also wir führen kurz ein, natürlich nur für die Vorlesung, das haben Sie alles schon drauf, das ist alter Hut. Zu Betriebssystemen, genau. Also wir werden viele der Übungen, die wir so haben, die werden sich ein bisschen auf C-Programmierung beziehen, vielleicht auch Assembler-Programmierung, und da ist einfach gut zu wissen, wieso die Basics sind. Auf der einen Seite, also deshalb gehen wir das kurz nochmal durch. Was sind Dateisysteme und Pfade? Also ein Dateisystem besteht aus zwei Aspekten. Einmal haben wir die Möglichkeit, Inhalte in Dateien zu speichern und diese mittels Verzeichnissen zu ordnen. Also einfach eine Struktur anzulegen. Und die Struktur, diese Verzeichnisstruktur, die wird referenziert durch einen Pfad. Dort wird angegeben, wo in diesem Verzeichnisbaum wir sind und welche Datei dort referenziert ist. Dieser Pfad kann absolut sein, das heißt vom Wurzelknoten des Dateiverzeichnisses, der Verzeichnisstruktur beginnen, dann beginnt er unter Linux zumindest mit einem Slash, also hier zum Beispiel ein Beispiel Home, also Slash, Wurzelknoten, dann im Verzeichnis Home, dann im Verzeichnis Unterverzeichnis Smith, dann Foo, dann die Datei Bar. Und wenn dieses Slash am Anfang fehlt, also man nicht beim Wurzelverzeichnis einsteigt, dann ist es relativ, das heißt vom aktuellen Pfad aus gesehen, also vom Current Working Directory, CWD,
wird aus nur dieser Teilbaum quasi der Verzeichnisstruktur betrachtet und die Datei dementsprechend referenziert. Als Hilfsdateinamen gibt es also die nicht wirklich Dateienbezeichnung, sondern Referenzen in dieser Verzeichnisstruktur gibt es einmal den Punkt und den Doppelpunkt. Punkt für das aktuelle Verzeichnis und Doppelpunkt für das übergeordnete. Kurze Zwischenfrage. Weiß man, wie viele Punkte brauchen? Das aktuelle Verzeichnis. Werde ich alle getrübt bei den Ja, genau. Ausführen, genau, das ist auch ein guter Punkt. Also jeder ausgeführte Prozess hat auch einige Informationen, die quasi, um diese Prozesse im Betriebssystem zu verwalten. Das ist eigentlich, da gibt es eine Übersicht. Also was da zum Beispiel dazugehört, ist einmal natürlich eine Datei, die dann im Speicher des Betriebssystems ausgeführt wird. Es gibt eine Identität, mit der man auf den Prozess zugreifen kann. Also jedes C-Programm kann die eigene Identität abrufen, den zugehörigen ausführenden User und ein Teil der Ausführungsumgebung, eben in welchem Verzeichnis man sich gerade befindet. Weiter gibt es eine Information, die es abrufen kann zu den Umgebungsvariablen, das heißt alles, was relevant für den Prozess sein könnte, aber nicht nur für diesen Prozess, sondern allgemein. Darauf hat es auch Zugriff, zum Beispiel ein Mapping zwischen zwei Strings. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Lokalisierung vornehmen kann, also zum Beispiel Lokalisierung oder... Dann schaue ich halt in die Umgebungsvariable, zum Beispiel LC oder welche Sprache man haben will. Es gibt noch einen Haufen weitere Umgebungsvariablen. Wir werden die wahrscheinlich nicht so oft benötigen, aber vielleicht wollte man gelegentlich eine Sätze verändern. Das ist das die Information, auf die so ein Prozess zugreifen kann. Und wenn wir jetzt so einen Prozess starten, dann möchten wir manchmal auch weitere Informationen übergeben. Nicht über diesen Environment, sondern direkt an den Prozess. Und da gibt es eben die Möglichkeit, Argumente zu übergeben, die dem Prozess übermittelt werden, durchnummeriert, beginnend mit dem Index 0. Das ist der Programmname, mit dem es gestartet wurde. Wenn Sie mal unter Linux oder Linux-System so ein Programm --help aufrufen, also mit Leerzeichen dazwischen, dann ist --help neben dem Programmnamen das erste Argument. Und das gibt typischerweise mal so eine Liste von anderen Argumenten aus, die Sie setzen können. Intern kann man in C mittels in der Main-Methode über argc oder argv darauf zugreifen. Es wird der Main-Methode übergeben und dort kann man es dann auslesen. Und das ist zur Eingabe. Man kann noch während des Prozesses weitere Einnahmen aufnehmen über den Standard-Input oder ausgeben über den Standard-Output oder falls Fehlermeldungen geplant sind, gibt es noch den zweiten Kanal, Standard-Error. Das sind so die Ein-Ausgabemöglichkeiten, so die Basis-Ein-Ausgabemöglichkeiten der Prozesse. Okay, was auch so ein Prozess kann, ist, sich komplett zu replizieren. Also es wird mittels Fork kann man alle Eigenschaften bis auf diese Prozess-ID duplizieren und diese Kopie mittels der XFVE. Wofür steht das VE? Das sind die Parameter. V steht für die Argumente und E steht für Environment. Es gibt einen Haufen verschiedener Aufrufe. Wir werden nur wahrscheinlich XFVE brauchen. Wenn ihr halt ein neues Programm starten wollt, könnt ihr unter Linux oder auch unter Unix-Betriebssystem nicht einfach eine Funktion aufrufen, die euch ein neues Programm startet. Gibt es zwar auch, aber machen wir nicht.
stattdessen publiziert man erst einen Prozess und führt dann das Programm aus. Das wirkt erstmal ein bisschen komisch. Also warum macht man nicht einfach eine Funktion? Hat aber ein paar Vorteile, da kommen wir nachher zu. Außerdem hat es für euch den Vorteil, dass ihr dazu den Code schreiben könnt, der dann in ein bestehendes Programm eingegeben wird und der dann als ein sogenanntes Exploit, kommen wir gleich noch zu, den Code aussieht. Typischerweise macht er, also nicht immer, aber manchmal macht man auch verschiedene execve. Was execve macht, zerstört alles davon wieder. Das heißt, das ist eigentlich nur virtuell, man braucht es nicht wirklich. Okay, so viel zu den Prozessen. Gut, also ganz grob, also jetzt hatten wir die Verzeichnisstrukturen, ganz grob etwas zu den Prozessen. Dann wollen wir diese Prozesse hier auch ausführen und damit das gut funktioniert, gibt es Shells, die es erlauben, Programme mit beliebigen Optionen zu starten. Da gibt es einige, also ich persönlich nutze oft GNOME Terminal, aber es gibt eine Handvoll von KDE oder XFCE oder Yakuake. Verschiedene Möglichkeiten gibt es und in dieser Shell, da haben Sie eine Eingabeaufforderung, da können Sie die Befehle eingeben, mit Enter bestätigen und dann wird es ausgeführt. Und dann ist die Frage, was wird ausgeführt? Zum einen, Sie können eine Datei ausführen, indem Sie explizit den Pfad angeben. Das heißt hier, es gibt den Befehl list, glaube ich, also ls. Der ist im bin-Verzeichnis. Und mit /bin/ls kann man direkt das Programm ls ausführen. Und dann sieht man, was das Programm zeigt den Inhalt des Verzeichnisses an. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, dass Sie nur ls eintippen. Dann ist höchstwahrscheinlich in dem aktuellen Verzeichnis, das ls-Programm nicht enthalten. Aber es gibt diese Path-Umgebungsvariable, in die so eingegeben ist. Das ist der Inhalt der Path-Umgebungsvariable. Und dort sind per Doppelpunkt verschiedene Verzeichnisse angegeben, unter denen nach eingegebenen Programmen gesucht wird. Also wenn ich jetzt ls eintippe, dann wird zuerst User-Bin durchgeschaut, gibt es ein ls-Programm. Wenn nicht, dann wird im Bin durchgeschaut, gibt es dann ein ls-Programm. Und ja, ich glaube, der erste Eintrag wird genommen, wo es ein Match gibt. Und dann wird es ausgeführt. Also dann kann man sich das Verzeichnis kann man das Verzeichnis weglassen, in dem das Programm sich befindet. Und der dritte Befehl, den man in so einer Shell ausführen kann, ist eine Shell-modifizierende Eingabe, zum Beispiel CD, um das Current Working Directory zu wechseln. Das heißt, all das, was nicht solche Programme aufruft, sondern mehr die Nutzerführung zum Teil unterstützt, kann in so einer Shell-Built-In abgerufen werden. Dafür fängt die Shell diese angegebenen Namen ab und interpretiert sie selber, und wenn sie dazu kein passende Programm anbietet oder dieses Kommando nicht kennt, dann werden die Schritte 1 bis 3 ausgeführt. Also, ja, das haben Sie alle aufgepasst. Punkt Nummer 2 fehlt. Okay, gut. Was ist auch? Was die Shell eben auch gut erlaubt, ist die Übergabe von Argumenten. Also wenn ich jetzt ein Programm ausführen will oder oder so ein Shell Built-In, dann gebe ich erstmal einen Programmnamen ein. Also wenn wir jetzt gerade im Home sind und übergeben dann noch die weiteren Argumente, die dann dementsprechend so dem Programm übergeben werden. Also wenn wir jetzt ls. Punkt und home eingeben, dann sind es die zwei Argumente, die für das Programm ls übergeben werden, und ls listet dann die Inhalte von Punkt und von home. Sonderzeichen sind dann noch wichtig, vor allem bei deutschen Betriebssystemen. Ich weiß nicht, warum
in Linux und im Home-Verzeichnis die Bilder unter meine Bilder laut heißen, ich weiß nicht, oder Arbeitsfläche, das Ä. Das man, also ich weiß nicht, warum da immer Sonderzeichen verwendet werden. Aber wenn Sie mal ein Sonderzeichen haben, das sehr häufig vorkommt, dann können Sie mittels auf drei Wegen eigentlich diese Sonderzeichen, die es sonst, ja, die ein bisschen speziell sind, ja, quasi berücksichtigen. Also welches Problem kann denn entstehen? Jetzt, wenn wir jetzt eintippen, ls meine Bilder. Also wir haben ein Verzeichnis in unserem Home-Verzeichnis, meine Bilder heißt das, und wir rufen auf ls meine Bilder. Genau, also ja, ich habe die... Genau, also dann versucht ls zwei verschiedene Verzeichnisse aufzulisten, die gibt es nicht, es gibt nur das Verzeichnis meine, Leerzeichen, Bilder. Und das kann man entweder umgehen, indem man das Leerzeichen maskiert, dass man angibt, das ist kein Leerzeichen, das ist ein Sonderzeichen, das gehört zusammen. Oder man setzt doppelte Anführungsstriche oder einfache Anführungsstriche. Der Unterschied zwischen doppelten und einfachen Anführungsstrichen ist zum Teil, ja, ich glaube, der ist darin begründet, ob das, was im Anführungszeichen steht, ausgewertet soll oder nicht. Also Sie könnten ja auch eine mathematische Funktion da reinfügen. Oder für die Vorlesung ist beides gleich. Das müsst ihr nicht wissen, nur damit sich, falls sich wundern, warum ist das so. Sie könnten da weiter Befehle einfügen und ob es jetzt erstmal interpretiert werden soll oder nicht, aber gut. Okay, was sollten wir noch wissen? Gut, das ist, wie man, was Prozesse sind, ganz grob, was die Shell einbietet, weil das, damit werden wir zu tun haben. Und was auch noch relevant ist für, ja, für manche Sicherheitsangriffe oder für den als Hintergrundwissen ist das Endianness. Also allgemein gibt es zwei Arten, Byte, also ja, den Speicher zu nutzen. Wenn Sie, sagen wir mal, eine 32-Bit-Zahl haben, oder sagen wir, Sie haben eine sehr große Zahl und das wollen Sie jetzt auf mehrere Speicherblöcke verteilen. Wohin schreiben Sie die größte Zahl, also das größte Bit Ihrer Zahl? Entweder ans Ende oder an Anfang. Da gibt es auch im, habe ich einige Beispiele gesehen, also zum Beispiel das Datum, da schreiben wir die größte Zahl, das Jahr nach hinten, und bei der Uhrzeit zum Beispiel die größte Zahl, also die Uhr, und die, nach vorne und die Minuten nach hinten. Also auch wir wechseln ab und zu im Alltagsleben mal zwischen Big Endian und Small Endian. Big Endian Speicher ist das größte, also das signifikanteste Bit, also mit dem größten Wert, zuerst. Ja. Also eigentlich, und also wenn die zum Beispiel diese Hexadezimalzahl haben mit also 01, 02, 03, 04, dann ist der größte Wert 01 und das wird zuerst gespeichert. Und beim Little Endian ist es eben andersrum, da ist der größte Wert 01, also, ich glaub, der ist hinten. Ja, also ich merke mir das immer so, es gibt verschiedene Eselsbrücken, ich weiß nicht, der Hagemeister braucht keine Eselsbrücke, hat er mir gesagt. Ich merke mir das immer so, dass das Ende der Zahl, also der kleinste Wert, einen großen Speicher hat. Also einen großen Speicher, eine große Speicheradresse. Das heißt, der kleinste Wert, die 04, hat einen Speicher, eine Speicheradresse, die ist groß. Oder, ja, das ist meine Eselsbrücke, aber... Wenn ihr diesen
32-Bit-Wert, den wir da unten haben, zu einem 16-Bit-Wert casten wollt, dann wollt ihr nur die 16 niedrigstwertigen Bits. Wie klappt das bei dir denn? Also angenommen, wir haben jetzt hier einen Pointer. Hier, das ist 1000. Das ist ein Pointer zu einem Int. Wenn wir jetzt stattdessen für einen Int, also einen 32-Bit-Wert, einen 16-Bit-Wert lesen wollen, das ist ein 16. Ein Short. Müssen wir überhaupt nichts machen. Können wir einfach so erzählen, das ist ein Short. Bei Bitindien, da müssen wir einiges machen, da müssen wir was umdrehen und so. Das heißt, das ist der Grund, warum viele aktuelle Systeme noch Bitindien verwenden. Oder noch, die werden auch weiter Zeit noch Bitindien verwenden. Ihr werdet es wahrscheinlich merken, weil eure Exploits nicht funktionieren, wenn ihr die Zahlen so rum aufschreibt. Also Bitindien, ihr müsst die Zahlen meistens umdrehen. Da werden wir aber nochmal zu kommen. Nur Ending, das ist eine Sache, die man als Angreifer immer berücksichtigen muss. Ohne das klappt euer Programm dann nicht. Und nicht nur als Angreifer, sondern auch als Sicherheitsschützer, das ist ja unser Ziel. Okay, gut. Zudem, die Vorlesung ist jetzt nicht vorbei. Nur auf dieser Folie sind Hausaufgaben. Einfach mal zur Ankündigung, damit man das mal ein bisschen übt. So, was ist bis nächste Woche zu tun? Vorzubereiten, ein C-Programm schreiben, das herausfindet, ob genau das eigene System der Rechner Big Endian oder Little Endian verwendet. Ja, ich wurde vorher gefragt, ob man C können muss. Ein bisschen. Okay, weitere Hausaufgabe. Genau, schreiben wir ein Programm, C-Programm, das Fork und XFVE nutzt, auf bin.date anwendet und ausgibt den Wochentag, Prozessor-ID, das Eltern- und Kindprozess. Also Sie sollen das mal anwenden, Sie sollen von bin.date den Wochentag ausgeben, Sie sollen einen Fork aufrufen und vom Kind und Vater, vom Parent-Prozess die IDs ausgeben. Also so soll die Ausgabe aussehen. Und wie wird dann die Übung aussehen? Also es wird nicht so aussehen, dass wir Notebooks anstöpseln und dann alle durchgehen und dann gucken wir mal, sondern wir werden mehr die Lösung besprechen. Also ganz zufällig wird jemand ausgesucht, da gibt es randomisierte Verfahren, Pseudorandom, ich weiß nicht, also jemand wird ausgesucht und dann schauen wir mal seine Lösung an und verbessern sie, kommentieren sie und so schauen, lernen wir dazu. Okay, gut. Dann übergebe ich mal zum nächsten Foliensatz, das war mehr zur Organisation. Gibt es denn Fragen zum Hintergrund, zum Ablauf der Vorlesung? Wir werden noch ab und zu mal übergeben, das werden Sie jetzt sehen. Nochmal also, für alle Spätkommer, alle Informationen findet ihr auf hhu.netzwerk.de. Genau. Okay, kurze Zusammenfassung, zwei praktische Übungen müsst ihr machen, mündliche Prüfung. Und hier bitte da sein. Also nicht unbedingt, aber es ist sinnvoll. Genau. Ihr werdet auch einen Laptop mitbringen müssen. Falls das ein Problem ist, kommen wir gleich dazu. Meldet euch mit bei uns. Wir haben Laptops, können euch die bereitstellen. Das reicht auch, wenn ihr irgendwie einen Kommilitonen habt, der freundlich ist und mit euch zusammen die Aufgaben macht. Laptops brauchen wir nicht immer. Also schon schön, dass die einigen Leute schon die Laptops dabei haben. Wir werden es vorher ankündigen, falls sie in der Vorlesung nötig werden. Und es ist dann auch förderlich, wenn man die Laptops dabei hat, die vorlesungsbezogen zu nutzen. Also ich kenne es aus der eigenen Vorlesung, dass alle Zuschauer von hinten konnten dann irgendwie World of Warcraft sehen, aber das ist dann weniger förderlich. Die Zeiten sind vorbei. Okay, dann übergebe ich gerade mal an Herrn Hagemeister, der wird mit Ihnen eine kleine Übung machen. Ja, soweit zu den Grundlagen. Dann gehen wir mal weiter. Und ist natürlich eine Frage, wie kommt es überhaupt zu Sicherheitslücken? Also man könnte eigentlich vermuten, ja, die Programmierer, die können doch gut programmieren. Und ich weiß, ihr könnt alle gut programmieren, bei euch kommen alle normalerweise keine Sicherheitslücken vor. Und um das jetzt mal zu zeigen, würde ich euch bitten, euch mal alleine oder in zwei Gruppen zusammenzusetzen und ein kleines Programm zu schreiben. Das muss jetzt nicht komplett vollständig sein, es ist mir völlig egal, welche Includes ihr verwendet. Das soll ein C-Programm sein. Das C-Programm soll was ganz, ganz Einfaches machen. Es wird eine Nachricht bekommen. Die Nachricht besteht aus den ersten zwei Bits, ersten zwei Bytes. Und da steht die Länge der weiteren Nachricht drin. Also bei uns ist zum Beispiel 4.
Welche Indien ist das? Ist das Big oder Little Indien? Also hier oben? 004? Ja, genau. Das ist Big Indien. Weil richtig rum. Genauso wie wir es sehen würden. Als Menschen. Wir würden auch eine 4 so aufschreiben. Okay. Die Eingabe ist also einfach. Wir kriegen eine Länge in 2 Byte. Wir kriegen Success. Und danach kriegen wir, also der Rest des Pakets besteht aus irgendeinem einem Namen. Also hier mal Dave. Ich habe euch mal direkt die Buchstaben drunter geschrieben. Aber in Wirklichkeit werden da natürlich einfach nur Bytes gesendet. Und was ihr zurückschicken sollt, ist einfach eine Antwortnachricht. Die soll einfach bestehen aus der Länge wieder wie oben. Danach Hi, Leerzeichen und danach die Eingabe. Ihr habt ein paar Hilfsfunktionen. Wir haben eine Hilfsfunktion Send und Receive. Die könnt ihr definieren, wie ihr wollt. Und ihr habt 2 Hilfsfunktionen Network to Short und Short to Network. Die wandeln euch die Bytes, also das 0004, um in einen Short. Dann fangt mal an zu programmieren. Ihr könnt auf Papier programmieren. Ist völlig egal, in eins oder zwei Gruppen. Ihr habt 5 Minuten Zeit. Ich gebe euch mal einen Tipp, ihr fangt wahrscheinlich an, indem ihr zuerst die Funktion Receive aufruft, die wird euch die Eingabe liefern. Ja. Ja, das ist ja auch gut. Theoretisch, wenn du sie was in den Mengen, aber vielleicht
Also müssen wir sozusagen das Musik in Mellon mit rein. Dass der also ich würde sagen, das ist ja Musik. Ja, das ist ein Spezialist. Ja, das ist eigentlich, würde ich sagen. Wie kann man das machen? Also erstmal ein bisschen. Kannst du definieren, wie du willst. Network ist das Ganze in Network Encoding, also Buchstaben zu sagen. Ich kann nicht, ob man es macht. Also, weil das ist jetzt aktuell auch in den heißen Medien. Dieses Beispiel, sag ich mal. Ja, können wir sogar öffnen, genau. Also nicht Pornofilter, sondern die Heartbleed-Lücke hat damit nichts zu tun. Und Zertifikate braucht das neue Land. Hollowbug. Die meisten von euch haben jetzt entweder ein Programm oder sie überlegen noch. Wir wollen jetzt trotzdem mal ein Programm vorstellen. Ich will das mal ganz, ganz kurz durchgehen, was wir hier machen. Ihr behaltet weiter euer Programm, schaut weiter, ob das Programm so aussieht oder anders aussieht
und dann jubelt ihr anschließend, dass ihr es richtig programmiert habt, oder ihr stellt fest, dass auch ihr vielleicht mal eine Sicherheitslücke einbauen könnt. Ja, wie fangen wir an? Zuerst lesen wir unsere Eingaben. Also wir rufen Receive auf. Wir rufen Receive auf und wir kriegen da einen Pointer auf Char zurück. Das ist einfach ein Speicherbereich. Wir gehen mal davon aus, dass Receive uns den richtigen, also einfach einen Speicherbereich allokiert, zum Beispiel mit malloc. Den sollten wir eigentlich nachher mit free, ihr erinnert euch, alles was man mit malloc allokiert, muss man nachher wieder zurückgeben, und free wieder zurückgeben, das haben wir hier auch weggelassen, das brauchen wir erstmal für den Bug nicht. Was machen wir dann? Zunächst lesen wir uns die Länge, also die 4, die lesen wir uns einfach aus dem Eingabebuffer. Gibt es dazu noch Fragen zu den ersten beiden Zeilen? Ist das allen klar? Also wir lesen erst die Eingabe. In Wirklichkeit gibt es die Funktion Receive nicht. Da würden wir uns eine eigene Funktion definieren, die genau das macht. Und dann lesen wir die Länge. Dann haben wir die Länge in einem Short. Dann nennen wir einfach mal Length, weil der die Länge ist. Und anschließend machen wir einen Output-Buffer. Das heißt, da schreiben wir jetzt rein, was wir senden wollen. Das heißt, wir bauen uns unsere Nachricht wieder zusammen. Woraus besteht unsere Antwortnachricht? Ja, zuerst aus der Länge. Das ist hier. 3 plus Length. Warum 3 extra? Genau, Hi- und Leerzeichen sind genau 3 Bytes. Anschließend schreiben wir da Hi rein. Und anschließend, also Hi schreiben wir an die Adresse outbuff plus 2 und dann an die Adresse outbuff plus 5. Das ist da, wo das das D anfängt, schreiben wir die Eingangsnachricht rein. Soweit, so gut. Ich vermute, eure Programme sehen vielleicht noch ein bisschen pseudomäßiger aus, aber so irgendwie in der Art sollten sie eigentlich aussehen. Also zum Schluss senden wir den ganzen Haufen wieder zurück. Sieht jetzt jemand hier ein Problem an diesem Programm? Noch jemand? Okay, schaut euch mal alle an. Wo? Also ganz unten was? Oder? Wir senden ja am Anfang 2 Bytes. Also, du meinst hier unten, ne? Bei Send. Ja. Wenn du abzählst, dann siehst du 4 ist D, A, V, E. Okay. Richtige Antwort, falsche Frage. Das kommt später noch. Hier ist es richtig. Weil wir kopieren auch nur die Länge rein. Also hier beim memcopy kopieren wir auch nur Length Bytes. Also unser Output-Buffer ist genau richtig groß. Achtung, kommt gleich noch. Keine Angst, wir werden uns die nächsten 2 Vorlesungstermine mit falschen Output-Buffern befassen. Ja, das ist jetzt nicht so schlimm. Wir haben genug Speicher. Allen klar, was da passiert ist. Was passiert, wenn der Angreifer einfach nur 4 schickt? Und dann nicht, dahinter nicht mehr Dave? Okay, ich sehe jetzt ein paar Wortmeldungen. Jetzt mal hinten mal zuerst. Genau. Welchen Daten? Genau. Irgendwelchen Daten aus meinem eigenen Speicher. Ist das schlimm? Ja, nicht nur die letzten 64 Bit. Ja, auf jeden Fall die letzten Daten. 64 Kilobyte. Und Daten aus meinem Speicher? In 64 Kilobyte, da passt sehr, sehr viel rein. Weiß jemand, warum 64 Kilobyte? Das ist eigentlich falsch. Also eigentlich sind es 64 Kibibyte. Wie kommt denn die Zahl 64 Kilobyte zustande?
gehen aber zurück. Ja, ich höre schon die richtigen Antworten. Wie groß ist denn der größte Short? 16-Bit. Nein. 2 hoch 16 ist 65.536. Okay, sollte irgendwo 65.536 sind genau 64 Kilobyte. Daher kommt das. Okay, also, wie wir sehen, solche Bugs passieren auch den besten Leuten. OpenSSL ist eine Verschlüsselungsbibliothek. Wir werden uns nachher mal anschauen, was OpenSSL macht, wenn es nicht solche Schwachstellen hat, wofür es eigentlich gut ist. Wir sehen, solche Bugs passieren und sind kritisch. Dieser Bug ist eigentlich noch nicht, gar nicht mal so kritisch. Also, das steht überall Horror, aber wenigstens kann man keinen Code ausführen. Wenn wir uns mal andere Heise-Meldungen anschauen, zum Beispiel diese hier, ich lasse euch mal ein bisschen Zeit, die durchzulesen. Kann jemand mir den Unterschied erklären zwischen der Sicherheitslücke, die hier passiert ist, und der Heartbeat-Lücke? Hinweis, es steht im ersten Satz. Genau, das ist ja noch viel, viel cooler. Also es war schon schön, wenn wir den Speicher von jemandem bekommen, aber es ist noch viel, viel besser, wenn wir sogar Code bei dem ausführen können. Wir werden uns jetzt den Rest dieses Kapitels damit befassen, zu verstehen, wie genau das passiert, was man dagegen machen kann und was man dagegen machen kann, dass man dagegen was macht. Wir sehen, solche Lücken sind nicht selten und auch nach 17 Jahren findet man sie gelegentlich noch. Diese Lücken haben wir was Gemeinsames, ja. Es gibt ein sogenanntes Exploit. Das ist die Daten, die man schickt, um das Ganze auszunutzen. Ja, wir haben jetzt gesagt, mit Heartbeat, also mit der Schwachstelle, wie gesagt, können wir lesen. Wir wollen in Wirklichkeit noch Code ausführen. Wie klappt das jetzt? Da müssen wir erstmal ein paar Schritte zurückgehen und nochmal ein bisschen Grundlagen aus Info 2 bekommen. Erstmal, wir brauchen Maschinencode. Das hört sich erstmal ganz, ganz schlimm an. Maschinencode, das ist sehr low level. Also, ihr habt es schon, manche haben schon über C gestöhnt, das ist jetzt noch viel mehr low level. Keine Angst, das machen wir ganz, ganz langsam. Wir werden uns jetzt erstmal heute und in der nächsten Vorlesung damit beschäftigen, wie solcher Maschinencode überhaupt aussieht, was der macht, und werden dann versuchen, einen sogenannten Buffer Overflow zu erzeugen. Der Christian hat eben schon verraten, wie das ungefähr funktioniert, dass wir einen Puffer haben, der zu klein ist und den wir dann überlaufen. Typisches Ziel von unserem Angriff, von unserem Exploit, ist das Starten einer Shell. Hat jemand eine Idee, warum eine Shell eine gute Idee ist? Also warum wollen wir eine Shell starten? Genau, wir wollen einfach beliebigen Code ausführen. Und auf einer Shell ist das sehr, sehr praktisch. Wir haben eben gesehen, da kann man sowas wie Verzeichnisse anzeigen, man kann aber auch was kopieren, man kann kompilieren, man kann Programme nachladen. Also unser Ziel jetzt ist es erstmal immer nur eine neue Shell auszuführen. Und da reicht es erstmal, wenn wir sowas wie bin_date ausführen, aber als Angreifer würden wir natürlich was viel, viel Böseres ausführen. Jetzt, ich hatte schon angekündigt, schon angedroht, wir brauchen noch ein bisschen mehr als nur Maschinencode. Wir brauchen auch sowas, wir müssen wissen, wie ein Assembler funktioniert, wir müssen wissen, wie ein Linker funktioniert, wie ein Compiler funktioniert. Jetzt habe ich sicher einige Leute, die kennen das wahrscheinlich schon, aber wir werden es nochmal ganz kurz wiederholen. Ich meine, ich sehe alle Leute, ihr kennt das alle schon aus Info 2, das haben wir alle schon gemacht. Falls ihr was nicht kennt, falls ihr Probleme mit C habt,
bitte lest es nochmal nach. Das ist nicht so schwierig und ist sowieso eine gute Idee, sowas zu können. Als gute Informatiker solltet ihr auch jederzeit, wenn euch jemand nachts aufweckt und fragt, wie klappt ein C-Compiler, zumindest ein bisschen was stammeln. Außer, was machst du in meinem Bett? Falls ihr damit wirklich Probleme habt, fragt uns, schickt eine E-Mail an netzwerk@cs-ohne-düsseldorf.de, wir können euch noch Hilfe geben, wir können euch was zu lesen geben. Wir brauchen jetzt keine riesigen C-Programme in der Vorlesung. Wir brauchen nur ein bisschen Verständnis dafür, wie das funktioniert. Und das kann euch auch für andere Programmiersprachen deutlich helfen. Kommen wir wieder zur nächsten Hausaufgabe. Da habt ihr jetzt 2 Wochen Zeit. Das wollen wir Mittwoch in 2 Wochen. Dafür solltet ihr euch erstmal einen Laptop mitbringen. Hatte ich ja schon angekündigt. Kurz mal die Hand heben. Wer braucht noch einen Laptop? Kann den organisatorisch nicht mitnehmen? 1. Okay, dann bringen wir mal 1 oder 2 Laptops noch mit, wo diese virtuelle Maschine drauf ist. Ihr solltet euch alle VirtualBox installieren oder könnt auch VMware nehmen, das ist mir egal. Und sollt dann die virtuelle Maschine herunterladen und mal ausführen. Und die Datei hello.c einmal kompilieren, mal gucken, dass das funktioniert. Vielleicht auch die mal ausführen. Hast du noch Fragen? Gut, dann will ich euch in 2 Wochen alle hier mit Laptops sehen. Dann werden wir mal was ganz Praktisches machen. Dann werden wir das ganz einfach und zusammen, also es wird nicht so schwierig sein, werden wir uns mal anschauen, wie wir wirklich einen Exploit selber schreiben können. So, dann nochmal ein bisschen zur Wiederholung. Erstmal zu Assembler. Assembler ist eine Programmiersprache. Da gibt es einzelne Instruktionen. Wir gehen gleich darauf ein, welche Instruktionen es gibt. Und das Besondere an dieser Programmiersprache ist, jede Instruktion ist auch eine Instruktion für den Prozessor. Das heißt, wir programmieren jetzt auf einer sehr, sehr niedrigen Ebene. Wir können nicht mehr sowas wie, wir haben keine Funktionen mehr. Wir können nicht einfach irgendwie Klassen haben, aber sowieso nicht. Wir sind auf einer sehr, sehr niedrigen Ebene und arbeiten wirklich nur noch mit Bytes. Wir müssen keine komplizierten Programme in Assembler schreiben. Dafür haben wir können einfach ein Programm verwenden, wir können den Code zum Beispiel in C oder auch in Java oder einer beliebigen anderen Sprache schreiben und uns den Code übersetzen lassen. Aber hier für Netzwerksicherheit werden wir manchmal genau verstehen müssen, was ein Assembler macht und wie der Assembler-Code dann auch aussieht. Eine Instruktion in Assembler, die sieht sehr, sehr einfach aus. Besteht nämlich immer aus einem Opcode, der sagt, welche Instruktion ist das. Zum Beispiel, es gibt einen Opcode für Addieren, es gibt einen Opcode für Multiplizieren, es gibt einen Opcode für Lade aus dem Speicher und es gibt noch ganz, ganz viele weitere. Und typischerweise hat man dann danach einen oder mehrere Operanden. Also bei x86 meistens zwischen 1 und 4 Operanden. Und mit diesen Operanden, die sagen halt zum Beispiel, was man addieren soll oder von welcher Speicheradresse man was laden soll. Es gibt verschiedene Assembler-Sprachen, also einmal wie jede Architektur gibt es eine eigene. Und dann gibt es aber auch noch verschiedene Syntax. Wir verwenden hier meistens die Syntax vom GNU-Assembler. Unter Windows werden wir ein bisschen eine andere Syntax verwenden. Achtung, wer Info 2 gemacht hat, die Windows-Syntax ist die vom NASM, wir verwenden hier die vom GNU-Assembler. Die sehen ziemlich ähnlich aus, die beiden Syntaxen, haben nur ein paar Unterschiede im Detail. Werden wir aber alles besprechen. Gibt es dazu noch Fragen zu Assembler? Okay, könnt ihr alles. So, nochmal ganz kurz. Wir machen keine vollständige Einführung. Wir machen so ein bisschen Info 2, ein paar Teile daraus. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr natürlich uns fragen, aber noch besser ist, ihr schaut selber mal nach. Da gibt es ganz, ganz viele Ressourcen für. Ihr könnt euren Assembler, mit dem könnt ihr was ausprobieren. Es gibt große, lange Manuals von Intel, werden wir gleich noch dazu kommen. Und da steht genau drin, was jede Instruktion macht, wie man sie aufruft und es gibt auch ganz, ganz viele Einführungen. Falls ihr damit Probleme habt mit der Vorlesung, bitte schaut euch selber mal, versucht es selber zu lösen und wenn ihr es nicht schafft, schickt uns bitte eine E-Mail. Es ist ganz, ganz und wichtig, dass ihr ungefähr eine Idee habt, wie Assembler funktioniert. Ansonsten werdet ihr große Probleme haben, nachher einen Exploit zu schreiben. Wenn ihr das eigentlich könnt, dann macht es nachher richtig viel Spaß, mal einen Exploit zu schreiben. Ich hoffe, dass ihr es alle schafft, ein richtig cooles Exploit zu schreiben. So, wir verwenden hier den x86-Instruktionssatz. Das ist der, den eure Laptops alle haben. Es gibt auch noch den x64-Instruktionssatz, der als 64-Bit-Erweiterung. Die sind ursprünglich von AMD, also manchmal heißen sie auch AMD 64.
den verwenden wir die ganze Zeit. Es gibt auch einen Haufen andere Instruktionssätze, zum Beispiel gibt es für ARM, also für eure Handys, andere Instruktionen, funktionieren aber im Wesentlichen alle gleich. Es gibt ein paar Unterschiede, die lasse ich dann euch herausarbeiten. Und wir werden halt Linux verwenden für die meisten Sachen. Ihr könnt es auch unter Windows machen, theoretisch, aber wir würden euch stark empfehlen, das mit der virtuellen Maschine zu machen. Unter anderem, weil wir in der virtuellen Maschine, also der Grund, warum wir das nicht auf eure Maschinen machen wollen, ist, dass wir in der virtuellen Maschine einen Haufen Sicherheitstechniken ausgeschaltet haben, um es euch erstmal einfacher zu machen. Wir werden nachher noch lernen, es gibt eine Menge Verteidigungen und die haben wir in dieser uralten Maschine alle ausgeschaltet, damit es erstmal einfach ist. So, dann gehen wir mal zu ein paar Instruktionen. Was gibt es denn so? Also ich hatte schon angekündigt, es gibt was zum Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren und es gibt logische Operationen. AND, OR, XOR, NOT, NOR. Es gibt Vergleiche. Es gibt Zuweisungen, das sind die wir am meisten verwenden. Das heißt, im Wesentlichen kopieren wir einfach zum Beispiel vom Speicher in ein Register oder von einem Register in ein anderes. Dafür verwenden wir meistens die Instruktion MOVE. Die werden wir ganz oft sehen. Dann gibt es noch verschiedene Sprünge. Also gibt es einmal den unkonditionellen Jump. Das ist einfach, wir springen auf jeden Fall. Das ist das JMP. Und dann gibt es aber auch Sprünge, die man nur manchmal macht. Also JZ zum Beispiel nur, wenn ein voriger Vergleich 0 ergeben hat. Gibt es da noch Fragen? Okay. Dann gibt es ein paar Stack-Operationen. Wir werden einen Stack verwenden. Oder jedes Programm verwendet immer einen Stack. Und da stehen die aktuellen Daten drauf. Es gibt im Wesentlichen zwei wichtige Funktionen, Push und Pop. Wir können noch ein paar andere Tricks verwenden, werden wir nachher sehen. Und dann gibt es dann noch Funktionsaufrufe, Call, Red, Enter, Leave. Und wie immer bei schwierigen Sachen, das lasse ich euch erklären. Es gibt das Intel-Prozessor-Manual, hatte ich eben schon angekündigt. Könnt ihr euch hier runterladen. Würde ich euch wärmstens empfehlen. Das ist sehr, sehr lang. Achtung, das sind irgendwie 3000 Seiten. Aber das hat einen Index. Und ihr werdet euch dann nur die wichtigsten Instruktionen rauskommen müssen. Es gibt auch ganz, ganz viele andere Webseiten, die euch erklären, was verschiedene Assembler-Instruktionen machen. Wir brauchen hier nur sehr, sehr, sehr einfache. Also alles, was auf der Folie ist, sollte eigentlich reichen. Vor allen Dingen brauchen wir Move und Add. Move verschiebt irgendwas oder kopiert irgendwelche Daten und Add addiert. Das sollte eigentlich nicht zu schwierig sein. Dann gehen wir mal kurz auf die Register. Also jeder Prozessor hat verschiedene Register. Bei x86 sind das relativ wenige, bei anderen Prozessorarchitekturen sind das richtig viele. Hier haben wir im Wesentlichen vier große Register: EAX, EBX, ECX und EDX. Die kann man unter anderem dafür verwenden, was hier draufsteht, also EAX für Berechnung, EBX für Zeiger, aber ihr als cooler Assembler-Programmierer werdet ihr natürlich verwenden für was immer ihr wollt. Ihr könnt damit machen, was ihr wollt mit diesen Registern. Die kann man sogar noch anders adressieren. Es gibt jeweils die Formen AX, BX, CX, DX, das sind die 16-Bit-Werte, und dann gibt es die Formen AH, AL, BH, BL, CH, CL, DH, DL, das sind jeweils 8-Bit-Werte. Das ist eigentlich historisch gewachsen, also es gibt eigentlich keinen Grund, warum man das effizient machen soll, aber es geht effizient. Und ich hoffe, ihr könnt es auch ausnutzen und richtig effiziente Programme schreiben, die diese kleinen Tricks verwenden. Dann haben wir noch ein paar weitere Register, ESI und EDI, das sind wesentlich General Purpose Register, kann man alles mitmachen. Hier steht zwar String-Operationen, aber das könnt ihr definieren, wie ihr wollt. Also im Wesentlichen habt ihr 6 große Register, in denen ihr alles machen könnt. Und dann gibt es ein paar Register, die spezieller sind. EBP und ESP, das sind 2 Stack-Register. Wir werden nochmal ganz detailliert darauf eingehen, aber nur ganz kurz. Der EBP, das ist der Extended Base Pointer, der zeigt dahin, wo die Basis unseres Stacks ist. Und die Basis unseres Funktionsaufrufs. ESP ist der Extended Stack Pointer. Der zeigt an das Ende unseres Stacks. Da wissen wir mal, mit ESP können wir mal sehen, wo unser Stack gerade endet. Dann gibt es noch, eigentlich der interessanteste von allen, EIP, das ist der Instruction Pointer oder der Extended Instruction Pointer. Wenn wir ein Programm ausführen, dann muss unser Prozessor immer wissen, in welcher Instruktion er ist. Dafür hat er dieses eine Register und in diesem Register steht drin, an welcher Adresse er gerade ist. Wir werden natürlich versuchen, können uns vorstellen, es wäre sehr gut, wenn wir das ändern könnten. Wenn wir sagen können, jetzt setzen wir die Adresse der nächsten Instruktion, die der Prozessor ausführen soll, auf irgendeine Adresse, die wir kontrollieren als Angreifer. Das wäre natürlich eine sehr gute Idee und das werden wir auch mal versuchen. Ansonsten haben wir noch ein weiteres Register, das nennt sich dann E-Flex.
Das sind für Prozessor-Status-Sachen, die brauchen wir nicht. Habt ihr dazu noch Fragen? Sollte ich alles so aus Info 2 so grob kennen? Ihr könnt es auch alles hier nochmal nachschlagen. Okay, nochmal ganz kurz zusammengefasst. 6 große Register, ERX bis ESP, bis EDI. 3 Spezialregister, EBP, ESP, EIP. Werden wir alle noch brauchen. Jetzt gibt es die Instruktionen. Wir haben schon eben gesehen, gibt es manchmal mit 16 Bit, manchmal mit 32 Bit und manche sogar mit 8 Bit. Dafür brauchen wir in unserer Assembler-Syntax einen sogenannten Suffix, also wir schreiben was hinten dran. Wir sehen das hier schon bei den Move L ganz unten. Das heißt zum Beispiel, wenn wir, wie groß ist Ihr X-Register? 32 Bit. Also brauchen wir den Suffix L, steht sogar drauf auf der Folie. Das heißt, man sieht, Move L ist korrekt. Move B würde, also Move B eher X, wäre ein Fehler. Ja, wie sieht so eine Instruktion aus? Wenn wir jetzt kopieren wollen, schreiben wir einfach Move L. Haben wir gesagt, das ist die Instruktion zum Kopieren. Danach schreiben wir die beiden Register. Bei uns kommt jetzt zuerst das Quellregister, anschließend das Zielregister. Und das war's dann. Das ist unsere Instruktion. Ist alles sehr, sehr low level. Habt ihr noch Fragen dazu? Ja, das ist also der Grund, warum wir das so verwenden, ist, dass das die Standardsyntax ist, die man bei Exploits verwendet und das ist die Syntax, die man unter Linux verwendet. NASM ist ein bisschen ein akademischer Compiler. Aber es ist nur umgekehrt, mehr ist es nicht. Gut, dann können wir noch weitere Sachen machen. Also wir können neben Registern, wir sehen schon, adressiert man mit Prozent, können wir auch statische Werte adressieren. Zum Beispiel die Speicheradresse 17 und können den statischen Wert 3 da rein kopieren. Ja. Was das Dollar ist, ist ein statischer Wert. Das ist, weil das eine Speicheradresse ist und weil das klar ist. Die Syntax ist manchmal etwas gewachsen. Okay, dann gehen wir kurz zu Operanden. Also was kann alles nach dem Move L stehen? Wir haben schon eben gesehen, Register, das ist das wahrscheinlich das häufigste. Die fangen bei uns immer mit Prozent an, so was wie Prozent EAX, Prozent ESP oder so. Dann können wir Werte direkt angeben, dann mit einem Dollar. Und dann können wir Werte im Speicher adressieren, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Erstmal können wir das konstant machen. Wenn wir sagen, wir wollen von der Speicheradresse 3 was kopieren, dann können wir schreiben Move L3. Das brauchen wir wahrscheinlich nicht, weil typischerweise müssen wir immer von dynamischen Speicheradressen was kopieren. Ja. Exakt, dann kannst du Move B oder Move W verwenden. Nee, also du musst den Suffix, der Suffix und dein Register, die müssen zusammenpassen. Sonst klappt das nicht. Also du musst dir dann irgendwie ein 16-Bit-Register aussuchen. Ja. Okay, wir wollten jetzt Speicheradressen verwenden und wir haben gesagt, konstante Speicheradressen ist wahrscheinlich nicht so praktisch. Also wir wollen nicht alle Adressen statisch speichern, sondern wir wollen zum Beispiel, dass die Adressen manchmal in einem Register stehen. Die Syntax dafür sieht dann so aus hier. Das heißt, wir schreiben das Register auf der rechten Seite in Klammern und kopieren damit einen Wert dahin. Ihr seht hier Wert 18. Ist das ein Fehler? Da steht doch 12 auf der linken Seite. Genau, Hexadezimal. Also wir werden fast immer mit hexadezimalen Werten arbeiten, weil die Löcher ansehen. So, dann können wir noch den Wert der Adresse aus Registern errechnen. Das ist jetzt noch ein bisschen komplizierter. Das werden wir auch wahrscheinlich nicht so oft benötigen. Die Syntax dafür steht hier. Sie sehen, haben wir hier 4 Parameter. Erstmal haben wir einen Offset, das ist in diesem Fall jetzt zum Beispiel 8 oder minus 4. Dann haben wir ein Base-Register, dann haben wir ein Register, das wir darauf addieren. Und dann haben wir einen Faktor, mit dem wir das multiplizieren. Solche komplizierten Instruktionen brauchen wir wahrscheinlich zum Exploit-Entwickeln nicht. Uns reichen die einfachen indirekten Adressierungen. Also wenn wir einen Wert inschreiben,
wo führende Ziffern fehlen, dann werden die automatisch mit 9 ausgeführt. Noch weitere Fragen? Kennt ihr alles aus Info 2? Dann gibt es sogenannte Labels. Das ist ein bisschen nervig, wenn wir uns wirklich alle Adressen selber ausdenken müssen. Stattdessen gibt es so etwas Ähnliches, wie das kann man so ein bisschen verwenden wie Funktionsaufrufe. Und das kann man so machen, indem man sagt, indem man in seinem Assembler-Quellcode das Label und anschließend einen Doppelpunkt einfügt. Dann hat man anschließend kann man hier dieses Label verwenden. Das hat einfach kein Prozentzeichen, das schreibt man einfach so hin. Das müsst ihr wahrscheinlich nicht so häufig machen, aber das erleichtert euch viele Sachen ungemein, weil der Assembler für euch dann die Adresse berechnet. Da müsst ihr euch dann nicht mehr drum kümmern. Gibt es dazu noch Fragen? Wir gehen jetzt ganz schnell durch die ganzen Assembler-Sachen. Falls ihr da Fragen habt, schaut euch erst die Folien an und wie gesagt, schickt uns sonst eine E-Mail. Dann haben wir Segmente. Wir haben eben gesagt, wenn man einen Prozess startet, also das ist eben schon vor einiger Zeit, haben wir gesagt, wenn man einen Prozess startet, dann wird die Datei, die ausgeführt wird, in den Speicher des Prozesses eingeladen. Jetzt gibt es aber, das war eine sehr vereinfachte Sicht, in Wirklichkeit speichern wir die Daten in verschiedenen Segmenten. Und diese Segmente, warum haben wir diese Segmentunterteilung? Naja, wir sehen nachher, wir wollen was ganz Verschiedenes damit machen. Zum Beispiel haben wir das .text-Segment, was überhaupt keinen Text enthält, sondern nur ausführbare Instruktionen. Da ist unser Programm drin. Dann haben wir aber auch noch andere Segmente. Die wichtigsten sind jetzt Data und BSS. Und da haben wir unsere Variablen drin. Das sind unsere globalen Variablen. Die lokalen Variablen unserer Funktion, weiß jemand, wo die drauf kommen? Ich höre schon das richtige Wort. Genau, wir haben einen Stack. Wir werden auch noch weiter ein weiteres Segment haben für unseren Heap. Diese beiden weiteren Segmente werden wir gleich nochmal einführen. Ja, genau, der Heap ist global. So, wir wollen jetzt eventuell manchmal Speicher reservieren in unseren Segmenten. Naja, wir können einfach eine Instruktion hinschreiben, aber das ist ein bisschen komisch, weil eigentlich wollen wir für viele Sachen, da wollen wir keine Instruktion haben, sondern gerade hier im Data- oder im BSS-Segment wollen wir eigentlich Werte haben. Wie können wir Speicher reservieren? Das ist jetzt eine Assembler-Syntax. Schreiben wir einfach .byte zum Beispiel, .short, .int, .float oder so und anschließend den Wert. Zum Beispiel mit .byte 0x55, 0x56, 0x57 reservieren wir 3 Bytes. Manchmal wollen wir auch Strings, also Zeichenketten haben. Können wir eigentlich auch so oben machen mit .byte. Eigentlich ist es ein bisschen doof, da muss man immer so viel rechnen. Das können wir dem Assembler überlassen. Wir können schreiben .ASCII, dann wird das für uns automatisch rechnen. Das ist aber nur eine Assembler-Notation, das führt exakt zum gleichen Code. Was der Assembler da macht, ist, der schaut, H, das ist irgendwas im ASCII-Bereich, das ist um die 90, glaube ich, also um die 90, und diesen Wert trägt er einfach da als Byte ein. Dann gibt es noch ASCII-Z, macht das Gleiche, aber schreibt hinten dran noch ein 0, ein 0-Byte. Weiß jemand, wofür wir ein 0-Byte öfters brauchen? Genau, wenn wir in C Strings haben, dann speichern wir normalerweise nicht die Länge. Wir haben bei unserem Netzwerkprotokoll, mit dem wir eben angefangen haben, bei unserem Echo-Server, der fing an mit der Länge. Typischerweise, wenn wir in C mit Strings arbeiten, dann sind am Strings immer ein 0-Byte am Ende. Daran erkennen wir die. Jetzt sollt ihr, das ist schon bis nächsten Mittwoch, bitte bereitet euch alle darauf mal vor und versucht zu verstehen, wie die wie der Funktionsaufruf in Assembler funktioniert. Ihr könnt die ganz normalen C-Aufrufkonventionen unter Linux verwenden. Ihr werdet, Tipp unter Wikipedia findet ihr das alles. Ihr könnt auch auf anderen Quellen schauen. Ihr solltet es soweit haben, soweit euch aufschreiben, dass ihr das euren Kommilitonen erklären könnt. Gut. Ja, wir haben noch Zeit für eine weitere Aufgabe, die ist auch bis nächsten Mittwoch. Ihr sollt ein kleines Assembler-Programm schreiben. Das ist die vierte. Keine Angst, die sind relativ einfach. Wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr Probleme mit den Hausaufgaben habt, schickt uns eine E-Mail. Das sind jetzt 4 Hausaufgaben, aber ihr wollt lieber diese 4 kleinen Aufgaben machen, als die eine große Hausaufgabe, die wir euch zwischendurch geben.
Also das sind vier sehr, sehr einfache Aufgaben, weil die ihr alle schaffen könnt. Was ihr jetzt in dieser Hausaufgabe machen sollt, ist, ihr sollt eine C-Funktion schreiben, die nur mit Assembler-Instruktionen eine Zahl umdreht und dann in ein anderes Register ablegt. Wie ihr seht, es gibt diese Kurzsituation unterstrich unterstrich ASM und damit könnt ihr auch in einem C-Programm Assembler-Code einfügen. Wenn ihr wollt, könnt ihr das auch in einem reinen Assembler-Programm schreiben. Ich würde euch nur wärmstens empfehlen, dass ihr euren C-Compiler das meiste machen lasst. Das ist viel, viel einfacher. Und außerdem ist das sehr elegant. Da kann man in seinem C-Programm plötzlich mit Assembler auftauchen und alle fragen sich, was sind das? Gibt es dazu noch Fragen? Gut, wir haben schon eben mal ganz kurz erwähnt. Wir werden es auch wahrscheinlich nächste Woche werden wir es nochmal wiederholen. Wir haben einen sogenannten Stack. Was wir auf den Stack speichern, das sind die lokalen Variablen, die wir immer bei Funktionsaufrufen haben. Der Stack ist ein Speicherbereich, der wächst immer. Also wenn wir halt mehr Stack brauchen, dann sagen wir, okay, jo, dann schieben wir halt den Stackpointer ein bisschen nach unten. Nach unten hört sich erstmal ein bisschen komisch an für wachsen, denn der Stack, der wächst nach unten, der fängt von oben an. Keine Angst, ihr gewöhnt euch dran. Es gibt ein paar Operationen, die einfachsten Operationen sind Push und Pop. Kennt ihr von jedem Stack aus Info 1. Da könnt ihr Werte ablegen und Werte herausnehmen. Was ihr aber auch einfach machen könnt ist, wir haben eben gesehen, der Stack verwendet den Extended Stack Pointer, ein Register. Und ihr könnt einfach in diesem Register rumspielen. Da hindert euch niemand dran. Sogar sehr effizient, das solltet ihr sogar machen. Sieht erstmal ein bisschen lustig aus, wenn man nicht Pop oder Push macht, sondern direkt den Stack hoch oder runter zählt. Funktioniert aber im Wesentlichen ganz genauso. So klappt es dann auch wirklich auf der Maschine. Dann schauen wir uns mal ein bisschen näher an, wie so ein Stack wächst. Wir haben schon gesagt, der wächst von oben nach unten. Das heißt, wir sehen, der Extended Stack Pointer zeigt auf die unterste Adresse. Das ist praktisch die neueste Adresse in unserem Stack. Wenn wir jetzt Daten pushen, dann geht der Extended Stack Pointer nach unten. Und der Speicher bleibt aber einfach. Also da müssen wir nicht nur was machen. Für den Prozessor sieht das aus, ist das einfach nur ein großer Speicher. Für den macht es keinen Unterschied. Typischerweise kann man auch 1 Byte oder 2 Byte oder 3 Byte Werte auf den Stack legen. Wir wollen aber normalerweise immer mit 4 Byte Grenzen arbeiten. Das macht das Ganze sehr, sehr viel einfacher und auch sehr, sehr viel effizienter. Auf einigen Architekturen geht es auch gar nicht anders. Da muss man immer in 4 oder in 8 Byte Größen arbeiten. Ja, wie gesagt, der externe Stack Pointer zeigt auf den letzten Speicherantrag. Und wenn wir sowas darstellen, dann machen wir meistens für jeden Block, also meistens repräsentiert jeder Block 4 Byte. Wie gesagt, weil 4 Byte eine sehr natürliche Zahl ist. Jetzt haben wir hier mal einen aktuellen Stack. Wir sehen, wir haben 2 Register, EAX, EBX. Wir haben auch die anderen Register, die sind erstmal egal. Und wir haben den externen Stack Pointer. Es war Push L EBX. Kann mir jemand sagen, was danach passiert? Ja, wir können uns das so vorstellen, als würden wir den Stackpointer zuerst nach unten setzen und dann was schreiben. Aber es ist genau richtig. Also, wie gesagt, wir wollten Push A EBX ausführen. Was wir nehmen ist, wir lesen den Wert von EBX, schieben den Stackpointer nach unten und schreiben den Wert dahin. So weit, so gut. Was passiert? Kann mir jemand sagen, was danach passiert, wenn ich jetzt Push A 0x Dead Beef ausführe? Nee, das ist ein Wert. Was ist der neue ESP, nachdem wir das ausgeführt haben? Genau. Eigentlich total einfach. ESP ist, wenn wir sehen, der war vorher 1228, der ist jetzt 1224 und wir haben den Wert auf den Stack geschrieben.
Nächste Institution ist Pop ERX. Ich möchte auch mal die anderen sehen. Genau. Wir haben gesehen, hier war der Stackpointer unten, jetzt geht der Stackpointer etwas hoch und wenn wir auch auf den numerischen Wert schauen, jetzt sind wir auf 1228. Das ist eure Hausaufgabe, das ist die Funktionsaufrufkonvention. In dem Funktionsaufrufkonvention, also wenn wir eine Funktion in C aufrufen, dann müssen wir regeln, was machen wir mit unseren Parametern, was machen wir mit unserem Rückgabewert und dann, wohin springen wir wieder zurück, wenn wir fertig sind mit dem Assembler-Code. Die Aufrufkonvention, die bestimmt, wie das Ganze passiert. Und ihr solltet es uns oder euren Kommilitonen nächste Woche erklären. Bis nächste Woche.